Mädel Leute und willkommen zurück beim Drachen. Heute schauen wir uns die Medfluencer an. Stopp die Medfluencer, warum Ärzte keine Influencer werden sollten. Von Jasmin Gnu. Ich gefährde Leben. Juhu, live aus dem Bopé. Schau dich an. Das ist illegal. Dass Gesundheit das Wichtigste ist, hört man vor allem im Laufe seines Lebens. Jasmin, das ist nicht wichtig, okay? Wichtig sind V-Bucks. Wenn wir selbst Beschwerden haben, suchen wir erst einmal Rat in der Welt des Internets. Ich meine, ohne Spaß, ich habe ein unfassbar gutes Immunsystem und das ist extrem respektlos, dass ich das jetzt so sage, aber es ist so true, weil überleg dir mal, denk an die Tage zurück, an denen beide deine Nasenlöcher komplett verstopft waren. Du denkst an nichts anderes außer an, boah, würde ich gern atmen können, weißt? Jetzt imagine, du bist einfach wirklich krank oder chronisch krank oder hast generell irgendeine Art von Behinderung oder sowas, bist du deppert. Da Google dir oftmals nur 3 Tage zu leben gibt, fällt die Wahl schnell auf einen sympathischen Medfluencer, denn diese sind oft nahbar. Ist Sperma gut für die Haut? Ich denke schon. Real Talk als Ärztin, was sich manchmal einfach so pervers für mich anfühlt. Oh, bestimmt vieles. Und sympathisch. Doch da, wo es viele positive Beispiele gibt, da gibt es leider auch negative. Und diese erstmal bei der Masse an Content herauszufiltern, ist gar nicht mal so einfach. Unsere lieben Medfluencer sind sogar so nahbar, dass sie sogar live aus dem OP für Ah, die ist schon wieder, der war bei Saschke, oder? Und streamen oder sogar Bruder, während Fan, der Behandlung. Doch wer von diesen selbstlosen Medfluencern ist vertrauenswürdig? Denn bei einigen ist fraglich, ob der Patient oder die Patientin und die Gesundheit im Vordergrund steht oder ob es am Ende nur um die Selbstdarstellung geht. Bro, er macht die orale Injizierung oder was? Natürlich, hier die Lippen aufspritzen. Ich habe sie in meinen Lippen, ich habe ein bisschen zu viel, jetzt muss ich das ein bisschen extrahieren und sowas. Und natürlich die Medfluencer. Zu riesigen Nebenwirkungen fragen Sie bitte nicht jeden Medfluencer. Hallo, jawohl. Ich bin Doc Gnu. Oha, what the fuck? Die Stepper hat extra 10 Euro auf Amazon und ausgeben. Ich habe keine medizinische Ausbildung genossen, bin keine Ärztin und habe nie studiert. Aber da es im Internet viele Menschen gibt, die das behaupten, dachte ich mir, mache ich das doch auch einfach mal. Und heute begeben wir uns in die Welt der Medfluencer. Spucki spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön. Schwarze Poren, okay. Ja, so, und warum diese Inhalte so beliebt, aber auch so problematisch sind. Bevor wir mit dem Video weitergehen, ein dickes Dankeschön an Lisa Ludwig. Sie hat mich bei der Recherche sehr unterstützt. Und sie ist bekannt als Autorin und Journalistin und hat unter anderem mit mir mein Buch geschrieben. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich glaube, es gibt niemanden, der meine Geschichte hätte besser niederschreiben können als sie. Deswegen auch nochmal ein dickes Dankeschön von mir. Außerdem schätze ich ihre Meinung sehr und frage sie auch oft nach ihrer, denn ich mag sehr, dass sie nicht einseitig sieht, sondern auch immer alles aus mehreren Blickwinkeln betrachtet und nicht einseitig recherchiert. Mir fällt gerade auf, sie hat wieder Augenbrauen. Sie hat auf jeden Fall Liebe da. Hier ist ihr Instagram, hier ist ihr Substack und Dankeschön an Lisa und ich freue mich schon auf weitere coole Recherchen mit dir. Und jetzt zurück zum Video. Vielleicht hast du auf das Video geklickt, weil du bereits weißt, was Medfluencer sind und dich interessiert, was in diesem Video dazu gesagt wird oder dich interessiert einfach, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Denn oder du bist Kevin Itz und möchtest neuen Content suchen. So, ich schaue ganz kurz auf Kofi McMofi. Schmucki hat gespendet. 3 Euro. Hey, heute keine 90 Euro, sondern nur 3. Haha, weiß gar nicht, ob ich das schon wieder zurückbekommen habe. Liebe Grüße aus Tullnerfeld. Dankeschön. Der Schmucki, für die Leute, die es nicht wissen, Steppert oder werden da jetzt geradet. Halleluja, Catsplay, dankeschön. Servus, grüß Gott schön. Grüß Gott schön, dankeschön für den Raid, hallo. Da ich schon noch für die drei Euro, ich habe letztens eine 90-Euro-Donation von Spooky bekommen. Falls du sie dann in den nächsten paar Tagen nicht bekommst, schreib einfach gerne nochmal rein und dann schaue ich einfach während dem Stream, wenn wir gerade nicht in der Reaction sind, schaue ich gerade nach, ob das irgendwie schon refunded wurde oder nicht. Wer hat das unabsichtlich gemacht und ich habe auf Refunden gedrückt. Aber ihr habt es alle gesehen, ich habe nicht gelogen. Einige Leute aus meiner Community wissen Cashplay noch gar nicht, was ein Medfluencer eigentlich ist. Und deswegen kommen wir zu der Frage, was ist ein Medfluencer überhaupt? Ein Medfluencer ist ein Content Creator, der sich als Arzt oder Ärztin ausgibt oder zumindest medizinisches Fachwissen suggeriert. Die Social Media Inhalte der Person geben Tipps und vermeintliches Fachwissen zu medizinischen Eingriffen und auch vielen anderen weiteren Themenbereichen. Beispielsweise auch körperliche Gesundheit oder Tipps, wie man den eigenen Körper verbessern kann. Oder wie er es beschreiben würde. Ich bin Medfluencer. Natürlich steht in meinem Profil Doc, obwohl ich noch nicht Arzt bin. Natürlich sind nicht alle Medfluencer hier wie in diesem Beispiel gezeigt, denn einige gehen an die Sache sehr, sehr seriös ran. In den sozialen Medien. Yo, Kevin, it's rated mit 274 Personen. Dankeschön.
Ich habe mich gerade eben über euch lustig gemacht. Ha, ich habe gerade eben gesagt, wir schauen ein Video über Medfluencer. Medfluencer, vielleicht kennst du es. Das sind Leute, die medizinisch am Start sind. Schnecke, dankeschön. Und ich habe gesagt, da ist sicher der Kevin Itz, der schaut dann nach Content oder sowas, ne? Dankeschön für den Raid. Bis der, jetzt sind wir ja gleich 4000 Personen hier. Medien findet man diese Profile vor allem auf TikTok und Instagram. Habt ihr schon gesehen? Instagram. Und thematisch dreht es sich meistens primär um Gewichtsabnahme, um Schönheitseingriffe, um gesünder Leben, um die Hautpflege, über Neurodiversität, wie zum Beispiel ADHS oder Autismus und psychologische Themen, aber auch körperliche Beschwerden. Und ich war tatsächlich sehr erstaunt, wie viele Medfluencer es da draußen gibt, die uns an ihrem Wissen teilhaben lassen. Aber der ist gut, glaube ich. Der ist gut. Die anderen kenne ich nicht. Ah, den vielleicht auch, den vielleicht auch. Ja, Zinssoldat, Dankeschön für die 9 Euro. Zinssoldat spendet 9 Euro auf entspannten Johannes. Ich muss das immer noch mal abstellen. Dingsbums, ich wollte nämlich auch mal ein Video über so Medfluencer machen und sowas, ne? Oder generell um so Ärzte, die irgendwie scheiß Advice geben. Aber da gibt es sehr, 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 sehr wenige, die du einfach findest. Ne? Sehr wenige, die du einfach findest. Aber sehr viele, die tatsächlich auch guten Stuff machen oder zumindest Stuff, der nicht maßgeblich problematisch ist. Deswegen, ich bin gespannt. Und mittlerweile holen sich viele lieber die Meinung von ihrem Lieblings-Medfluencer als von Google. Denn ich glaube, wir wissen alle, dass Google einen oftmals mehr Panik macht, als man eventuell haben sollte. Genau deswegen fragt man lieber den Medfluencer seines Vertrauens, denn diese sind nahbarer und vor allem auch sympathisch. Emergency. Viele Leute aus meiner Community haben mir sehr positive Beispiele von Doc Felix ist auch ein gutes Beispiel. Von Medfluencern auch geschickt. Aber das sind Leute, die konzentrieren sich wirklich auf das Wissen, was sie vermitteln. Und da merkt man auch, dass das einfach im Fokus liegt. Aber warum sind solche Inhalte eigentlich so beliebt? Wir kennen es alle, einen schnellen Termin beim Arzt oder der Ärztin zu bekommen, ist oftmals einfach unfassbar schwer. Und ich rede gerade über Arzttermine und nicht über Therapieplätze. Und deswegen hat das Konzept von Medfluencern, die dir über den Algorithmus auf deine Timeline gespült werden und dir mögliche Symptome näher bringen, ähnlich wie wenn du es einfach auf Google eingibst und danach suchst. Außerdem wirken viele Ärzte online oftmals sympathischer und nahbarer und gerade Leute, die in einer Praxis ein negatives Erlebnis gemacht haben, wirken die Ärzte somit auch einfach viel zugänglicher. Außerdem bekommt man oftmals Informationen zu Themen, die einen vielleicht sogar unangenehm sind, sie in einer Praxis ansprechen zu müssen, sei es zum Beispiel um Geschlechtskrankheiten oder Durchfall. Außerdem wirkt jemand mit angeblich medizinischem Fachwissen auch besonders kompetent, denn oftmals starten sie so, als würde man hier Geheimtipps bekommen. Außerdem ist es auch besser, wenn du das auf YouTube siehst oder so auf Instagram, als wenn du das so auf Google eingibst. Weil wenn du so eingibst, Geschlechtskrankheiten oder gib mal ein bei Google Durchfall und dann kommen da irgendwelche Bilder oder sowas da gleich. Emergency. Ja, ich mag das auch gerne, weil, wie sie sagt, gewisse Fragen sind dann einfach nicht leicht zu beantworten oder sind nicht einfach zu ergoogeln, selbst wenn du halt genau weißt, was du eigentlich suchen möchtest. Das ist immer schwierig, auch wenn das unter gewissen Begriffen ist und bli und bla und blub. Und wenn du dir dann einfach ein komplettes Video von jemandem anschaust, dann macht das mehr Sinn für dich so. Die dir dein Arzt nie erklärt. Für Anfänger. Da ja gerade der Medfluencer nur das Beste für uns will und deswegen besonders ehrlich und offen zu uns ist, im Gegensatz zu dem klassischen Arzt. Dass es wichtig ist, medizinisches Wissen auch online zu teilen, zeigt für mich das Beispiel von Dr. Chan. Mit Augengymnastik deine Sehkraft verbessern? Mit Augengymnastik. Spooky, dankeschön für die 5 verschenkten Subs auch noch. Mit Augengymnastik. Okay. Denn er hat damals mit seiner enormen Reichweite dafür gesorgt, dass viele das Unterspritzen von Hyaluronsäure endlich mal hinterfragt haben. Denn ihm ist nämlich aufgefallen, dass von vielen PatientInnen, die er hatte, die Hyaluronsäure verrutscht ist. Oh mein Gott, das hat gar nicht gut ausgeschaut. Das sind die Augen, das ist die Nase. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie es gehört. Ich schätze mal so. Und da ist es einfach so, plupp, ist es so aufgeploppt und dann ist da rausgeslidet, ne? Und das ist hier nicht gut. Doch die ganzen Tipps und Hilfestellungen von den Medfluencern bekommen wir doch bestimmt nicht umsonst. Oder etwa doch? Was haben Medfluencer davon? Es gibt natürlich einige, die ihren Auftrag als Arzt oder Ärztin sehr ernst nehmen und denen es auch wichtig ist, aufzuklären. Und es gibt natürlich auch welche, die damit auch irgendwie Geld verdienen wollen. Und auch das finde ich vollkommen okay, solange man sich eben auch an das Recht hält. Problematisch wird es nur dann, wenn man beispielsweise durch die eigene Firma Produkte auf den Markt nimmt, die eben einen vermeintlich medizinischen Nutzen haben, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel oder auch wenn Kollaborationen
Zusammenarbeiten mit anderen Firmen entstehen, wie beispielsweise Hautpflegeprodukten. Denn wir vertrauen Medfluencern nochmal ganz anders, da wir auf deren Expertise vertrauen, als jetzt beispielsweise einem klassischen Influencer. Und genau diesen Vorteil machte sich L'Oreal 2023 zunutze, denn sie haben eine Medfluencer Academy organisiert, in der sie ganz viele Medfluencer eingeladen haben, die dann dort fleißig Werbung für ihre Produkte gemacht haben. Leute, ich war diese Woche auf meinem ersten richtigen Influencer-Event und da muss ich euch natürlich mitnehmen. Die gleiche Medfluencerin, die wir im TikTok zuvor gesehen haben, postete dann übrigens ein Jahr später Werbung mit Cerafe, also der Creme, neben der sie damals ein Foto gemacht hat, und das inmitten von Erklärvideos aus dem Krankenhaus. Fühle ich nicht. Wer übrigens auch noch als Medfluencerin ein bisschen Nachhilfe braucht, wie... Ja, ich sag dir ehrlich, ich finde das schon okay. Sie ist Influencerin und gleichzeitig Ärztin, und wenn sie dafür irgendeine Hautcreme Werbung macht oder sowas, oder habe ich das nicht ganz verstanden? Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, war das halt irgendeine fucking Hautcreme, Feuchtigkeitscreme von L'Oreal oder so. Sie hat da jetzt nicht für einen BBL Werbung gemacht. Wenn sie für sowas Werbung machen würde oder für irgendetwas, was wirklich einschneidend wäre, da wäre es für mich ein größeres Problem. Aber für einfach nur so Hautcreme oder so, ist es, ja, so, ist okay, ist okay. Wie man Werbung gut integriert, ist diese Dame, und sie hat daraufhin auch direkt... Hat sie im Krankenhaus gemacht? Das sollte, das sollte sie nicht machen. Die Kommentare deaktiviert, denn das war leider nicht so gut integriert. Ich war mit einer Freundin in der Bib beim Lernen und sie wurde angesprochen, ob sie krank sei. Einfach nur, weil sie ungeschminkt und sehr übermüdet von dem ganzen Lernen war. Und jetzt habe ich meinen Tipp für euch. Und zwar das L'Oreal Paris Revitalift Eye Filler Serum. Auch in der Umfrage meiner Community haben... Das Problem ist ja, dass... Was? Warte mal, was? Das war die Werbung? Warte mal, nochmal. Das habe ich jetzt gerade gecheckt. Und zwar das L'Oreal Paris Revitalift Eye Filler Serum. Das ist die Lösung. Jo, meine Freundin schaut tot aus, weil sie so übermüdet war und dies und das und jenes, und ich mag das gar nicht, dass da einfach jemand herkommt und sie sich dann schlecht gefühlt hat und so. Aber by the way, das neue L'Oreal fucking für tote Menschen tatsächlich. Das verwenden wir auch im Krematorium und sowas. Das schmiert man den Leuten immer ins Gesicht. Schnecke, Dankeschön für die 10 verschenkten Subs. Dankeschön. Ja, ist Holy eigentlich Medizin? Ja, Medizin für meine Seele, Balsam für die Seele. Na, Spaß, ist natürlich keine Medizin. Zinssoldat hat vorhin auch noch 9 Euro gegönnt. Hallo an die Medfriends Community von Kevin. Ehre, Dankeschön für die neuen Öcker, Das Ding ist Kosmetik und kein Medizinprodukt. Ja, natürlich, stimmt. Auch in der Umfrage meiner Community haben viele gesagt, dass sie sich beispielsweise, wenn sie Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen hatten, sehr viele nützliche Tipps gerade von Medfluencern auf YouTube holen konnten und es geschafft haben, mit deren Übungen zum Beispiel auch die Schmerzen zu lindern oder dass sie komplett verschwunden sind. Ihr seht also, dass Medfluencern in vielen Bereichen dann doch mehr vertraut wird, aber ihr stellt euch wahrscheinlich die gleiche Frage wie ich. Kann das nicht auch gefährlich sein? Warum sind manche Medfluencer problematisch? Während die eine Hälfte vielen Medfluencern ihres Vertrauens folgen, ist die andere Hälfte ein bisschen gespalten. Und ich verstehe den Zwiespalt, denn wie in allem gibt es natürlich tolle Ärzte da draußen, natürlich auch Ärztinnen. Aber in anderen Fällen muss man auch sagen, da wo man halt Reichweite und schnelles Geld macht, gibt es auch eben Leute, die sich auch das zu Nutzen machen wollen. Denn viele User und Userinnen setzen sich oftmals nicht genug mit den Medfluencern auseinander und glauben eben das, was sie sagen. Deswegen werden beispielsweise Ernährungstipps übernommen, man kauft Nahrungsergänzungsmittel und eventuell auch unpassende Cremes für deine... Ja, das ist halt wirklich dumm. Also nicht dumm, ich verstehe ja die Leute, die das machen. Weil sie denken sich, ja, ich habe ja auch, keine Ahnung, Eisenmangel selbst diagnostiziert oder ich habe auch das und das und das und dann brauche ich ja gewisse Produkte und der empfiehlt ja gerade eben das, deswegen kaufe ich es mir. Ich bin auch so ein Mensch, also jetzt nicht so ein Mensch, weil das ist nicht meine Art von Content, aber wenn ich irgendwas sehe und ich bin so obsessed damit, dann muss ich es einfach haben, wenn es um mein, weiß ich nicht, irgendein Obst geht oder, ja okay, das ist ein blödes Beispiel, was habe ich mir gekauft, ich habe mir meine Vape gekauft, weil ich unbedingt eine Vape gebraucht habe und sowas, weil ich es dann überall gesehen habe und dann überall habe ich auch nachgeschaut, okay, Vapes und dies oder, das ist ein blödes Beispiel, ihr wisst, was ich meine, so, du steigerst dich da rein in diese Art von Content, dann kriegst du natürlich immer mehr angezeigt und wenn du immer mehr angezeigt bekommst, dann ist es immer noch so weit, dass du denkst, okay, ich muss das jetzt ausprobieren. Eine
Ich habe sogar auch schon mal so ein medizinisches Produkt bestellt, aber es hat auch geholfen. Aber ich sag nicht welches, weil ich will da keine Empfehlungen machen. Allem haben viele von euch... Es war ein Penisverkleinerungsmittel, ja. Ich musste auf die 18 cm. ...sich darüber aufgeregt, dass gerade im psychologischen Bereich so viel falsches Halbwissen und Informationen teilweise geteilt werden, dass das schnell gefährlich werden kann, wenn man mit der Situation falsch umgeht. Zudem kritisiere ich ja oft die aggressiv beworbenen Schönheitseingriffe, das Verharmlosen von Botox und sonstigen Schnickschnack und... One day after. Was war das? So ein Sonnenschutz? Okay. Anti-Aging Serum. Okay, da ist sie geaged, da hat sie das rückgängig gemacht, oder was? Da schon einer Seite ist ja so Bräunungsmittel drauf gehabt und das ist dann einfach nicht gut gealtert. Und das alles auf einer Plattform von TikTok, wo so viele junge Zuschauer zuschauen. Und hier sprechen zum Beispiel auch mal diese komischen Livestreams auf TikTok an. Dass man auf TikTok keine Operation livestreamt, ist, glaube ich, für die meisten von uns klar. Aber Dr. Roxy wurde damit sehr erfolgreich, seine plastische Chirurgin, die live aus dem OP live gestreamt hat und die Patientinnen, die dort zu sehen waren, hatten anschließend schwere Komplikationen und sie hat anschließend ihre Lizenz verloren. She was investigated because she livestreamed her surgeries on TikTok. There were three patients in particular that suffered complications that were not normal complications. One of those patients, she had livestreamed their surgery on social media. Eine der Patientinnen von ihr hat auf TikTok ein Video hochgeladen. Ihr geht es gar nicht gut. Auch eine andere aus einem Interview, diese da. Also ich gehe immer grundsätzlich nach der Regel. Je mehr Social Media mein Arzt macht, desto weniger vertrauenswürdig ist er. Und das ist keine gute Regel, aber ich glaube, als Faustregel kann man das so machen. Ich glaube, man kann das so machen. Je mehr Social Media dein Arzt macht, desto weniger vertrauenswürdig ist er. Die Dame hier hat auch erzählt, dass sie nach ihrer Bruststraffung eine extreme Wunde hatte und das Ergebnis nie wieder gut werden wird. Und ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Ich war auch mal bei einem Arzt und dann hatte da... während ich quasi anwesend war, hat er da so ein für Social Media irgendein Video gemacht oder sowas und es war lustig und sowas, aber es war auch ein bisschen weird und ich fand es eigentlich gar nicht mal so cool und sowas und dieser Arzt ist nicht gerade super. Ist ja auch klar, wenn man während einer Operation, wo man sich konzentrieren sollte, mehr auf den Chat achtet. Auch das Beispiel von dem Doktor, der sich Dr. Po genannt hat aus Düsseldorf, hat mich damals enorm getriggert. Sein Instagram-Account war für mich sowieso immer eine Frage, warum der online ist. Es war Wiener Metzgerei, der hat die Frauen dort hingelegt, hat unfassbar viel Fett abgesaugt, viel zu viel, als man eigentlich dürfte. Hat es alles in die Brüste, Hintern injiziert, schmale Teilen gemacht, auch noch eine Bauchstraffung. Das waren 5 krasse OPs in einer. In diesem Artikel wird das Ganze so beschrieben. Ali S. ließ sich bei blutigen Eingriffen filmen, zeigte sich auf Fotos lächelnd mit literweise abgesaugtem Körperfett in durchsichtigen Behältern. Und jetzt kommt das, warum ich euch immer wieder sage, dass es... Wer will sowas sehen, wichtig Alter? ...ist, was die Leute für einen Background haben, den ihr da folgt und den ihr zu... Der Dr. Wash. Denn hier sagt der Arzt selbst, S., der in Iran Medizin studiert und in Deutschland nach eigener Aussage lang als Notarzt gearbeitet hat. Warum ist er dann auf einmal plastischer Chirurg und macht diese Operation in Deutschland? Die Geschichte ging leider sehr tragisch aus, denn 2 Patientinnen waren 2018, 2019 kurz nach einer Po-Vergrößerung in seiner Praxis in Düsseldorf gestorben. Eine dritte Frau hat knapp überlebt. Aber auch physische, gesundheitliche Beschwerden können durch Fehlinformationen und gefährliches Halbwissen enorm gefährlich werden. Das ist ja das Krasse am Tod, dass es einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und wenn du dann einfach gestorben bist, weil du einen fetteren Arsch haben wolltest, das klingt lustig und sowas, das kann ja immer passieren. Ich kann auch, keine Ahnung, mir jetzt einbilden, ich brauche einen Fidget Spinner und dann fahre ich mit dem Auto zum Geschäft und dann werde ich halt von einem Zug erfasst oder was weiß ich was, ne? Und dann sterbe ich einfach so, auch wenn ich dann nichts dafür kann, weil halt der Schrank nicht funktioniert oder mein Auto, die Bremse geht nicht mehr oder so. Dann bin ich auch wegen einem Fidget Spinner gestorben, aber es ist halt einfach so, boah, fuck, Alter. Ja, also, ich glaube, wenn du da so Angehöriger bist oder dann so auch gesagt hast, so ja, also gerade als Arzt theoretisch müsstest du, aber wenn du so Freund bist von der Person und du hast so gesagt, so ja, fix, mach das, das ist ja voll cool und dies und das und jenes und dann stirbt diese Person und du hast es auch noch ermutigt, boah, ich hätte da ewig lang Schuldgefühle. Und das zeigt Dr. Weigel hier einmal auf. Diabetes Typ 1, ja. Der Körper produziert selber kein Insulin, was lebensgefährlich sein kann. Geht man dagegen an die Ursache ran, lernt der Körper mit der Zeit eben selber Insulin zu produzieren, sodass man nach und nach die Insulinspritzen reduzieren kann, bis man sie irgendwann mal weglassen kann. Typ 1 Diabetes.
Es klingt logisch, wenn sie das so erklärt, aber nachdem da jemand oben das Video kommentiert hat, wird das wahrscheinlich falsch sein. Erfordert eine lebenslange Insulinbehandlung. Und wenn man das nicht macht, besteht die große Gefahr der Überzuckerung, was absolut lebensgefährlich enden kann, wenn dann gleichzeitig, wie in dem Video hier auch suggeriert, schrittweise oder gar parallel das Insulin abgesetzt, reduziert werden soll. Bist du deppert, die Äste sind scharf. Weil damit die Bauchspeicheldrüse irgendwie so unter Druck gerät, damit mehr Insulin gebildet wird. Nein, das kann lebensgefährlich enden in einer Überzuckerung und deswegen sind solche Videos auch richtig, richtig gefährlich. Außerdem fragwürdig und gefährlich finde ich, ist das... Wie kommt die dann drauf? Das wird ja dann original... Wofür ist das dann? Für welche Person ist das? Für mich ist es nicht. Das ist dann für eine Person, die Insulin zu sich nimmt. Diese Person wird sich dann denken, ah, okay, super, ich muss das eh nicht ewig machen, sondern ich kann einfach immer ein bisschen weniger und mein Körper macht das dann irgendwann mal von automatisch. Einige Medfluencer fragwürdige Sichtweisen auf Schulmedizin suggerieren und sie tun manchmal so, als hätten sie bessere Alternativen. Denn dieser Medizinstudent beschwert sich nämlich über die Situation von vielen Medizinstudenten, die eben online ihr teilweise gefährliches Halbwissen preisgeben, obwohl sie teilweise erst ein Semester studieren. Am schlimmsten ist natürlich, wenn Infirmedizinstudenten, die im ersten, zweiten oder im dritten Semester sind, also in der Vorklinik, die noch am Schreibtisch sitzen und nicht in Klinik sind, irgendwelche Gesundheitstipps auf TikTok hochladen und so tun, als wären die schon in der Lage, irgendwelche Gesundheitstipps zu geben. Außerdem spricht er einen Punkt an, der mich persönlich auch sehr geärgert hat, denn das habe ich auch von sehr vielen Medizinstudenten gesehen, auch teilweise welche, die sagen, sie werden erst Medizin studieren. Dieses das, was Ärzte dir nicht sagen. Und dann sehe ich auf TikTok irgendwelche Medizinstudenten, die im ersten Semester sind, die dann erstmal damit ankommen, warum erzählt dir kein Arzt oder warum beschweigen Ärzte? Und dann geben dir irgendwelche Gesundheitstipps, die teilweise überhaupt nicht stimmen. Besonders problematisch finde ich das Ganze, weil gerade junge Leute sehr viel Informationen auf TikTok ziehen. Ich glaube, die Älteren wissen, dass es oft auch einfach Quatsch ist, was da geredet wird. Aber gerade die jüngere Zuschauerschaft denkt dann vielleicht, man kann Ärzten nicht vertrauen. Und das finde ich problematisch. Auch ich habe einige Medfluencer geschickt bekommen. Ja, also dieses Ding, warum solltet ihr dein Arzt irgendwas verschweigen, außer, naja, okay, ich nehme es wieder zurück, es gibt genug Gründe. Unter anderem. Aber wenn du bei einem guten Arzt bist und das merkst du, das wirst du wirklich merken, wenn du bei einem Arzt bist, der sich für dich interessiert und der an einer Lösung quasi interessiert ist, dann wirst du es merken. Aber es gibt natürlich Ärzte, die dann, weiß ich nicht, für die Pharmaindustrie arbeiten oder dies und das und jenes. Habe ich auch schon gesehen, irgendwelche Modeerscheinungen, die du dann einfach als Arzt anbietest und dann hast überall im Wartezimmer irgendwelche Plakate, oh, wir machen dir jetzt die Nase, die wächst länger, dann kannst du sie dir in die Nase stecken. Ah, hat es auch schon alles gegeben und so. Da sind die Leute immer mit so Schläuchen herumgelaufen. Warum? Weil da kannst du dich immer an irgendwelche Haken hängen oder sowas. Kannst dich so dranhängen und dann kannst du dich so wie bei Little Big Planet so weiterhaken. So, das ist cool. Anderem auch die Dame hier als Beispiel passiert. Sogar sehr oft. Dinge, die dein Arzt dir nie erklärt. Und das Ganze wirkt als... für Dummies, aka für euch. Wäre es aus der Quelle, vertrau mir, Bruder. Auch auf diesen 18-jährigen zukünftigen Medfluencer können wir uns sehr freuen, denn er... Boah, ganz kurz, wenn ich so ein Video sehe, kennt ihr diese männliche Stimme, die jetzt immer wieder auf TikTok oder auf Instagram ist? Diese Alpha-Sigma-Grindset-Stimme? Ich bin... Warte. Ich bin zukünftiger Arzt und ich bin ein Wolfsarzt. Ich werde dir einen Wolfsschwanz anoperieren. Deine Feinde, die kennen dich nicht, sondern deine Feinde, die kennen nur dein äußeres Erscheinungsbild, aber im Inneren brodelt dein Kampf in dir und so. Weißt du, was ich meine? Er fängt genau erst sowas. In 2 Wochen an, Medizin zu studieren und macht bereits Content dazu. Hi, ich bin Lu, ich bin keine 18 und werde im nächsten Leben Medizin studieren. Bist du deppert? Außerdem ist das Muskelflexen doch schon ein Signature-Move von Rick und Nick. Deswegen sollte er sich lieber was Neues aussuchen. I think I'm losing my mind. Sehen meine nicht medizinisch geschulten Augen da etwa ein feinsäuberliches Abdominal Etching am Sixpack? Aber was weiß ich denn schon? Bei meiner Recherche ist mir übrigens auch dieser Medfluencer aufgefallen. Denn er hat in seiner Bio stehen angehender Arzt und Ernährungsberater. Und da frage ich mich, was bedeutet denn angehender Arzt? Ist das Medizinstudium schon geschafft und man macht gerade seine Ausbildung zum Assistenz- oder Facharzt? So klingt es für mich. Aber wenn man auf das LinkedIn-Profil schaut, steht ganz klar drin, Medizinstudent. Wirklich wahr? Dass durch Handy, was? Mein Content als Medizinstudent und Content Creator konzentriere ich mich auf Themen wie Ernährung, Prävention, Longevity,
Ich glaube, da fehlen E-Bruder und Alltagsgesundheit. Dabei achte ich darauf, komplexe medizinische Sachverhalte leicht verständlich aufzuarbeiten, damit meine Follower praktische Tipps direkt umsetzen können. Okay. Könnt ihr euch bitte fact-checken? Ist das ein Wort? Longevity? Ich glaube, da fehlt ein E. Longevity oder Longevity? Übrigens hoffe ich für ihn, dass... Na, ist das? Ich schau gleich nach. Ich schau da auf YouTube. Longevity. Ist das ein Wort? Habe ich gesagt oder habe ich es nicht gesagt? Dass er ein Medizinstudent ist, dann wäre er ein angehender Arzt. Ich bin Arzt, bei Arzt dürfte er keine Produkte in seiner Biografie bewerben auf seinem Profil. Und das ist auch etwas, worauf ganz viele Ärzte und Ärztinnen einen geben. Und bei den ganzen Medizinstudenten und Studentinnen muss ich mir wirklich die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, an den Medizinunis eventuell die Leute zu briefen, dass man sein halb angelerntes Wissen im Medizinstudium einfach noch nicht in die Welt hinaus posaunen sollte, sondern erstmal sein Studium beenden sollte, um eventuell anschließend auch erstmal ein bisschen Praxis im Krankenhaus zu sammeln. Aber nicht nur die Medizinstudenten und Studentinnen machen, was sie wollen, auch Ärzte und Ärztinnen, die inhaltlich richtige Sachen sagen, machen trotzdem immer wieder Werbung für ihre Produkte und nutzen damit auch ein Stück weit ihre Autorität und ihren Berufsstand aus. Bestes Beispiel, Dr. Armin Breinl. Aber ich möchte ihn hier nicht, das ist zwar ein Negativbeispiel, aber ich möchte ihn hier als positives Beispiel anführen, einfach nur, weil ich in ihm verliebt bin. Der Dr. Armin Breinl von Teenager werden Mütter vom Österreichischen. Dr. Armin Breinl. Oh. Das ist der, ja genau, ich trinke was Gutes, Dr. Armin Breinl, das ist hier Ding, das ist der Gynäkologe von Teenager werden Mütter und das ist ein Getränk, Active 2B, was ja überhaupt komisch ist, du kaufst das in der Dose und bevor du es trinkst, musst du es schütteln und wir haben so viel, meine Freundin und ich, wir haben so viel Teenager werden Mütter geschaut, bis wir irgendwann mal gesagt haben, wir müssen uns das kaufen und das gab es beim Bela Plus, meine Freundin hat es gekauft. Und dann haben wir das probiert und es ist okay, es ist nicht großartig toll, aber der hat da in jeder einzelnen Sendung, ich schwöre bei Gott, der hat da auch dieses Hemd von 2B an und schau dir das an und da stehen die 2B-Dosen, siehst du das da auf dem Ding und dann jedes Mal, wenn jemand in seine Praxis kommt, dann kommt er zufällig mit dem 2B-Getränk, kommt da rein und stellt er hin und bla bla, es ist komplett lächerlich, also die Werbung in Teenager werden Mütter ist die deftigste Werbung, die du jemals gesehen hast. Da kannst du dir ein Bibis Beauty Palace Video von 2015 reinhauen und du wirst glauben, da war gar keine Werbung drin. Um natürlich Geld zu verdienen. Sei es beispielsweise in Form von Glücksspiel, eigenen Produkten, die man nicht auf der eigenen Seite bewerben darf, die überall verlinkt werden, Anzeigen, die geschaltet werden mit Vorher-Nachher-Bildern, was man sowieso nicht darf. Oh. Und natürlich auch Rabattcodes, die nicht erlaubt sind. Aber da ich ja weder Ärztin und Medizinstudentin bin und dass die meisten Leute auch nicht nachrecherchieren und mir als Medizinstudentin sowieso nicht passieren kann, kann ich ja theoretisch einfach alles behaupten, was ich will, um somit meine Produkte zu verkaufen. Hallo meine süßen Mäuse, hier ist Doc Gnu, die mit keinem medizinischen Wissen, die keine Ärztin ist und auch keine Medizinstudentin. Aber heute erzähle ich euch, was Ärzte und Ärztinnen euch nämlich nicht erzählen. Denn gerade Dermatologen wollen auf gar keinen Fall, dass ihr diesen Geheimtipp erfahrt. Denn ansonsten würdet ihr ja deren Produkte nicht mehr kaufen. Ihr nehmt euch also eine 1 Liter Tasse, eventuell aus dem Gnu-Shop. Dort packt ihr dann ein frisch benutztes OB rein. Ist das wirklich eine 1-Liter-Tasse? Das kann doch nicht ein Liter sein, oder? Bist du deppert? Denn das frische Blut im Tee aus dem Uterus sorgt dafür, dass das Kollagen unter eurer Haut endlich wieder produziert wird und ihr eine Glaskin bekommt. Genau, man nennt das auch Blut recyceln. Was glaubst denn du, machen die, wenn du irgendwie Blut verlierst oder sowas, ne? Wenn du Blut verlierst und da hängt ein Tropfen und sowas, das ist wie ein riesiger Tampon. Außerdem hilft es auch gegen Periodenschmerzen. Prost! Apropos Periodenschmerzen. Female Company hat mir non-toxic Periodenunterwäsche, also Unterwäsche ohne Chemie, hotter than your ex, holy shit, aus Biobaumwolle zugesendet. Und teilweise trage ich die Unterwäsche auch an Tagen, an denen ich keine Periode habe. Warum? Weil sie besonders gut sitzen, bequem sind und sich extrem gut anfühlen. Ich trage für die Periodenunterwäsche bei all den Produkten, die ihr hier seht, die Größe M. Mit dem Code TFC-GNU bekommst du 12% auf alles bei einem Mindestbestellwert von 14 Euro? Bestellwert von 14 Euro. 14 Euro, habe ich mir fast gedacht. Ey, das ist cool. Sie hat das schon einmal Werbung dafür gemacht. Ich finde, das ist eine coole Sache, weil ganz ehrlich, ich kenne mich da nicht aus.
weil ich bin kein menstruierender Boy und sowas. Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Perioden-Unterwäsche ist 10 von 10. Das freut mich, das freut mich. Tja, ich lerne da immer mehr. Ich lerne da immer mehr über das weibliche Geschlecht auf YouTube. Da beziehe ich nämlich meine Bildung her. Ein kostenloses Versand bekommst du bei einer Bestellung von über 50 Euro und es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf Period Panties. Gute Besserung an alle, die gerade Periodenschmerzen haben und vielen Dank an Female Company. Und bitte Leute, trinkt euren Tee nicht mit Tampon. Und jetzt weiter zum Video. Da wir bereits über problematischen Content gesprochen haben, werden wir jetzt noch ein paar weitere Beispiele anschauen und das Ganze einmal rechtlich einordnen. Es gibt klare Regeln für Arzt oder Ärztin, an welche Regeln man sich halten muss und das bezieht sich natürlich auch auf Social Media und wie man dort wirbt. Diese Regeln sind im Heilmittelwerbegesetz, im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und in den Berufsordnungen der Ärztekammer festgelegt. Genauso wenig wie ich eine Ärztin oder Medizinstudentin bin, bin ich auch keine Juristin. Ich habe mir aber die Gesetzestexte durchgelesen. Und wir gehen das Ganze jetzt mal anhand von Beispielen, wo Leute bewusst oder aus Unwissenheit diese Regeln nicht beachten, zusammen durch. Konkrete Beispiele für problematische Medfluencer und die rechtliche Einordnung. Doc Alina ist eine Medizinstudentin, die sie... Doc Alina, Tablettenschlucktrick. Als Kind habe ich mich immer so angeschissen vor so richtig dicken Tabletten. Sich als Expertin auf Social Media positioniert. Sie macht neben ihrem ursprünglichen Content auch sehr viel Lifestyle-Content und sie springt dabei sehr oft auf klassische... Ey, dieser Ninja-Ding, der ist aber wirklich gut. Der ist aber wirklich gut, den habe ich meiner Freundin geschenkt. Halbwissenschaftliche Themen auf. Da kannst du so Sorbet machen, da kannst du so Eis machen und sowas, aber aus irgendwas. Zum Beispiel noch, ne? Lebensmittel, die dein Stresslevel senken oder dir beim Abnehmen helfen. Apfelessig kann tatsächlich dabei helfen, unseren Blutzuckerspiegel zu senken. 2 Esslöffel Apfelessig, am besten naturtrüb, bio und je dunkler, desto besser. Das Problem hierbei ist, sie behauptet viel, erklärt aber wenig und es gibt auch keine Quellenangaben zu den Aussagen. Sie hat ein eigenes Unternehmen gegründet, auf dem sie Nahrungsergänzungsmittel anbietet, die angeblich eine positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben sollen. Auch die Taz hat über ihren Shop berichtet, denn dort gibt es eine irreführende Aussage, die laut Professor Dr. Martin Schmollig auch gefährlich werden kann. Für die allermeisten der hier genannten Lebensmittel gibt es nicht den Hauch einer Evidenz aus Humanstudien. Ihre Inhalte sind medizinisch und wissenschaftlich absolut irreführend, sagt Professor Dr. Martin Schmollig, Institut für Ernährungsmedizin und arbeitet in der Ernährungswissenschaft. Und hier haben wir wieder das Problem, dass laut Dr. Schmollig viele der angepriesenen Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nicht die Wirkung haben, wie sie von Doc Alina angepriesen werden. Er sagt zum Beispiel, der Wirkstoff Spermidin schafft es beispielsweise gar nicht in den Körper. Außerdem hat Wer war das? Oh mein Gott, mein Dad hat mir das geschickt. Gottes Willen, ich muss das nachschauen. Spermidin ist in Zotter oder irgendwie sowas. Die haben jetzt Zotter. Zotter habe ich? Warte mal ganz kurz. Zack. Schokoladending. Zotter. Spermidin. Natur. Seko. Was auch immer. Spermidin plus Natur. Seko. Dunkle Milchschokolade gefüllt mit Perlweincreme und weißer Schokoladen. Ganache, was weiß ich was. Die spritzig-spaßige Schoko. Spermidin ist der Wunderstoff, der in Weizenkeimlingen steckt. Ein Superfood. Wer hätte es gedacht? Spermidin. Ist real. Zotter Spermidin. Mein Dad hat sich drüber lustig gemacht. Ha. Mit Natursekt, genau. Und Kaviar. Doc Alina einen Shitstorm bekommen, da sie in einem Podcast mit ihrer Gesprächspartnerin Emilia seltsame Dinge sagt. Ich habe gelernt, Jetzt kommt. Spermidin kommt straight aus den Eiern. Die Medizin funktioniert so, also so habe ich das für mich beschlossen, das ist meine Meinung. Die Leute wollen nicht, dass wir dauerhaft gesund sind. Sie wollen auch nicht, dass wir sterben, sondern sie wollen eigentlich, dass wir dauerhaft auf irgendeinem kleinen Krankheitslevel sind, dass wir angewiesen sind auf diese ganzen Medikamente. Hast du richtig gut erfasst. Klingt für mich... Ich mache mich jetzt unbeliebt. Aber Friends, das ist gar nicht mal, nein, ist sie dumm? Ja, na, das ist gar nicht so. Sehr nach einer Verschwörungstheorie und dann muss ich mich ja auch mal ehrlich fragen, warum sie dann Medizin studiert, wenn sie der Meinung ist, denn sie macht ja...
Das ist die bessere Frage. Das ist die bessere Frage. Ja, eigentlich gerade nichts anderes, indem sie Nahrungsergänzungsmittel bewirbt, die am Ende nicht die Wirkung haben, die sie verspricht. Klingt so ein bisschen, als würde sie gerne ihre Alternativen zur Schulmedizin verkaufen wollen, um? Das kann auf jeden Fall sein. Ich habe damals mal ein Problem gehabt mit meiner Hand. Und ich hatte damals auch was anderes und sowas. Und da bin ich dann immer zu Ärzten gegangen und es war so lustig, bei jedem Arzt, wo ich dann hingegangen bin, habe ich erzählt, was der vorherige Arzt gemacht hat und die haben dann immer gesagt, ja, der will nur Geld verdienen, der hat ihnen da irgendwie das teuerste Medikament verschrieben, weil der Urgroßvater hat da mal einen Deal abgeschlossen mit dem und dem und bla 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 und es wird halt immer krank gegeben, ja, also im Grunde genommen ist die Medizin schon dran, dass du gesünder wirst, aber es gibt natürlich genug Leute, die halt von der Pharmaindustrie fett profitieren, weil Pharmaindustrie ist einer der größten Industrien überhaupt. Weil jeder Mensch wird irgendwann mal krank, außer er wird davor irgendwie von irgendwem angeschossen oder sowas, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und ich glaube, das ist hier, du solltest es nicht verwechseln mit Medizin ist dafür da, um dich krank zu halten, das stimmt nicht. Aber es gibt Menschen, die natürlich Interesse davon haben, dass du krank bist. Wenn es jetzt ein Wundermittel geben würde, sagen wir so, wenn es jetzt ein Wundermittel geben würde, das alle Krankheiten auf einmal heilt und das für immer, dann würde der Typ, der es erfunden hat, verschwinden. So, das ist meine Theorie. Cash zu machen. Diese Aussage regte tatsächlich sehr viele auf, wie zum Beispiel auch Jasper Iske. Aber ich bin kein Mediziner, ich bin nur ein Verschwörungstheoretiker auf YouTube. Oh, ich habe dieses Video auf eurer Seite gesehen. Also wenn ihr wirklich eine solche Studentin für Promozwecke benutzt, die eure gesamte Lehre, das gesamte Arbeiten von Ärzten, Schwestern und sonstigem Personal darstellt, als würde es nur dem Zweck dienen, Leute möglichst nicht ganz gesund zu machen, damit wir alle daran krass verdienen können, dann habt ihr ein richtig fettes Problem. Außerdem wurde in einer Petition die LMU in München, in der sie studiert, aufgefordert, dass sie diese Aussagen prüfen und ob sie solche Aussagen auch dulden wollen. Die Petition wurde immerhin von 1500 Menschen unterschrieben. Aber wie das Ganze ausgehen wird? I don't know. Im Interview von Watson sagt sie, dass sie nach jedem ihrer Videos darauf hinweist, dass man sich bei einem Apotheker oder Arzt beraten lassen soll. Das passiert in den Videos aber definitiv nicht bei jedem und vor allem nicht bei denen, wo wir aufgerufen haben. Und hier stellt sich mir wieder die Frage, ob man überhaupt Ärztin werden will oder ob man sein Geld dann doch lieber als Person des öffentlichen Lebens verdienen möchte. Was ja an sich nicht Schlimmes wäre, wenn man eben als Medfluencer nicht diesen besonderen Expertise-Status hat, von denen ja viele ausgehen. Genau, und das ist ja, wenn sie das sagt, was sagt mir das? Yo, sie gibt mir da hunderttausende Gesundheitsempfehlungen und ich vertraue ihr und dann kommt sie her und sagt, ja, by the way, ich glaube, alle Ärzte und alle die ganze Medizinbranche, und so, ich weiß, dass sie es nicht so gesagt hat, aber ist einfach nur scheiße und die wollen einfach nur, dass sie schlechter geht und sowas. Ich habe fast immer nur, gut, das kann ich nicht so sagen, ich habe häufiger gute Erfahrungen gemacht mit Ärzten und mit Krankenhäusern und was weiß ich was, als ohne. Und wenn es die moderne Medizin nicht gäbe, dann wäre ich jetzt tot, höchstwahrscheinlich. Ne? Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass hier das Medizinstudium beendet wird und dann vielleicht einen Cut setzt, denn Ärzte haben definitiv deutlich mehr Regeln als Medizinstudenten oder Studentinnen. Denn rechtlich gesehen darf sie Werbung machen, wofür sie will, denn sie ist noch keine approbierte Ärztin. Sie darf allerdings nicht so tun, als wenn sie Ärztin wäre oder als ob sie einen Doktortitel hätte. Deswegen ist ja dieses DOC immer recht schwammig, weil es heißt eigentlich Doktor auf Englisch, ist aber nicht wie im Deutschen DR. Darüber beschweren sich übrigens einige Leute auf TikTok, wie zum Beispiel diese Dame, die selbst in der Pflege arbeitet. Drei geheime Codes, die Ärzte verwenden, damit du als Patient nichts verstehst. Zudem finde ich es ein bisschen dreist, dass du als Medizinstudentin dich hier mit einem Arztkittel und schickem Stethoskop um den Hals hinsetzt. Ich wollte das auch gerade sagen, so, sie ist so zu Hause gesetzt, sie hat das ja nicht an, sondern sie hat sich gedacht, weißt du was, einen größeren Eindruck schindet, wenn ich mir das jetzt anziehe. Dich als Doc bezeichnest in deinem Profil, aber einfach nur, oder was heißt nur, natürlich nicht nur, aber einfach bis jetzt Medizinstudentin bist. Ja, sorry, aber das ist halt einfach sich mit fremden Federn schmücken, das macht man nicht. Und du vermittelst meiner Meinung nach einfach ein völlig falsches Bild über Krankenhäuser, Ärzte und Pflegekräfte. Und zwar ein sehr beschissenes Bild. Außerdem ist hier wichtig, merkt euch eins, manche Personen, die sich als Medfluencer abstempeln,
haben den gleichen Doktortitel wie Krokodok. Zu sagen, nur weil jemand Medizin studiert hat, darf er keine Diagnose oder Beratung anbieten. Das dürfen tatsächlich nur Ärzte. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Frage, was dürfen Ärzte und Ärztinnen und was nicht? Dann haben wir eine weitere Ärztin, die auf ihrem Instagram-Account fleißig Produkte bewirbt als Ärztin, was nicht erlaubt ist und das auch in Anzeigen tut, in ihrer Daily-Routine und einfach überall. Und hier ist zum Beispiel auch wieder der Doktortitel problematisch, da dieser ja eine Heilung verspricht, die nicht garantiert ist. Man darf als Arzt oder Ärztin auch keine eigenen Produkte in seiner öffentlichen Instagram-TikTok-Page in der Bio haben. Wir haben uns auch unfassbar schwer damit getan, herauszufinden, was sie gerade überhaupt ist und macht, da es im Internet relativ schwammig ist. Sie bewirbt ihre eigenen Produkte und ist im Beauty-Bereich tätig, gerade im Botox, Hyaluron und Mein Spektrum der ästhetischen und regenerativen Medizin. Symmetry is average. Details makes you special. Ich will aber symmetrisch sein. Und auf ihrer Website sagt sie, sie sei Ärztin aus Leidenschaft im Bereich Ästhetik und Prävention. Und das suggeriert ja auch wieder, dass sie eine approbierte Ärztin ist. Aber ihr Fachbereich ist dann wieder in unseren Augen zu vage angegeben. Und hier haben wir definitiv ein Beispielurteil. Wird auf einer Website, auf der überwiegend über ärztliche Tätigkeiten informiert wird, eine Pflegeserie, zum Beispiel ein Behandlungsverfahren, unter ausdrücklicher Nennung des Herstellers des Behandlungsgeräts beworben, liegt ein Verstoß gegen das berufsrechtliche Verbot der Trennung von ärztlicher und gewerblicher Tätigkeit vor. Dafür wurden auch übrigens Arzt und Apothekerinnen angeklagt. Da beide Ärzte sind, dürfen sie keine Medikamente von Pharmaindustrien oder von Pharmaproduzenten empfehlen und mit denen zusammenarbeiten. Außerdem gibt es... Das ist gut. Das ist sehr gut, dass man es nicht darf. Unfassbar viele Instagram-Accounts, die gegen die Vorher-Nachher-Bewerbung von Bildern einer Behandlung verstoßen. Und einige von ihnen sind sogar so clever, dass sie diese Vorher-Nachher-Bilder extra nur in Anzeigen schalten. Das ist halt auch wieder so lächerlich. Wenn ich ein Vorher-Nachher-Foto mache, dann mache ich es in der gleichen Location unter dem gleichen Licht. Ich könnte halt original ein Vorher-Nachher-Foto von mir machen, so, ohne irgendeine Behandlung. Hat das nicht Rezo oder Tim Jacken oder Jonas Ames, einer von den drei hat das irgendwie gemacht, bilde ich mir ein, dass der so ein Vorher-Nachher-Foto so mit angespannten Muskeln gemacht hat und dann halt einfach so eins, wo er so den Bauch so hängen lässt und sowas. Und dann haben die Leute kommentiert, oh mein Gott, was für ein krasser Progress und bla bla. Ich meine natürlich, das ist halt, weißt du, naja, oh ja, es ist halt auch physisch so, deswegen Rezo, ja, fix. Und nicht Smarter auf ihrem Move. Profil, damit man es ihnen nicht nachweisen kann. Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen ist aber nicht erlaubt, denn die können manipuliert sein und außerdem haben sie einen viel zu werblichen Charakter. Und Witzig. Dafür haben auch schon einige Leute eine Unterlassungsklage bekommen, unter anderem auch die Klinik von Rick und Nick. Außerdem ist hier die Frage, warum Instagram es überhaupt zulässt, solche verbotenen Werbungen überhaupt zu schalten. Denn 2019 gab es eine große Ankündigung von Instagram, dass sie das künftig verbieten wollen. Aber leider macht es weiterhin trotzdem jeder, wie er Bock hat. Auch sehr skurril, und das haben auch einige aus meiner Community gesagt, sind die Livestreams auf TikTok. Ich finde es sowieso seltsam, wenn Leute an ihrem Arbeitsplatz live streamen. Ich finde, in der Arbeit hat man nicht live zu streamen. Man kann ja im Anschluss einen Livestream zu Hause machen und darüber sprechen. Andernfalls finde ich das schwierig und ich finde es vor allem sehr schwierig, wenn das während Behandlungen oder sogar Operationen stattfindet. Auch Rick und Nick sieht man immer wieder. Ja, vor allem ist es halt so respektlos. Imagine, ich meine, ich weiß, die Person weiß ja auch, dass das passiert und sowas. Aber streamst du nicht gerade von deinem Arbeitsplatz? Ja, ich bin auch tatsächlich gerade unterm Tisch, da ist gerade eine Leiche. Also noch nicht, aber fast. Und die werde ich jetzt gleich wiederbeleben. Vor euren Augen. Haha, schau dich an. Da braucht man sich nicht mehr fragen. Instagram interessiert es halt nun mal nicht, ob schlechte Inhalte auf ihrer Plattform landen. Am Ende des Tages geht es nur ums Geld. Ja, safe, auf jeden Fall. Also Instagram, ich glaube, solange es nicht illegal ist, solange es nicht wirklich so einen Gerichtsprozess gibt, yo, hier, schau mal, das und das ist fett illegal, oder es ist halt offensichtlich illegal, wird es halt entfernt. Wobei halt auch sehr viele weirde Sachen halt online bleiben, ne? Vor allem sehe ich da immer irgendwelche Kinder oder sowas, die da tanzen, weil das kannst du halt nicht streichen. Du kannst halt nicht dem Kind verbieten. Oh ja, naja, wenn es unter 13 ist. Aber dann ist wieder, ja, mit Aufsicht der Eltern und bla bla. Da kannst du nicht viel machen als Instagram. Es ist halt so lächerlich. Die Polizei macht sowas auch.
was? Solche Livestream, während ich wen verhafte oder was? Wieder auf TikTok live bei Behandlungen und ich selbst finde das einfach befremdlich. Ich finde es nicht gut, dass junge Leute da zuschauen, dass man Menschen, die dort gerade behandelt werden, sagt, ja, die Augenringe müssen wir noch machen und es, also einfach über so Nichtigkeiten zu sprechen und andere wollen das dann auch. Außerdem werden im Live-Chat Preise genannt, wie viel irgendwas kostet und tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich da junge Mädels reinschreiben sehe, die sich überlegen, schon was machen zu lassen. Aber meine lieben Leute, ihr wisst ja, die Medfluencer wollen nur das Beste für uns. Wir sind Beauty Dogs, natürlich sind unsere Hintern. Büste, Podora! Das war fake, oder? Der hat ja den ordentlichen BBL. Das ist doch safe fake. Also wenn das real ist, dann, oh mein Gott, muss das bequem sein, er zu sein. Du setzt dich einfach irgendwo auf die Straße, ist einfach bequem. Ich bin Beauty Dog. Natürlich teste ich alle meine Lippen, nachdem ich sie... Bro, warum hast du meine Frisur? Wir sind Beauty Dogs. Natürlich reden wir euch Komplexe ein, damit wir Cash machen. Oh Beauty Gott, Cops. Was habe ich mir da gerade angeschaut? Zu den Livestreams von Rico, Nick, Dr. Roxy und vielen anderen finde ich hier einen anderen Teil von Paragraph 11 des Heilmittelwerbegesetzes noch relevanter. Denn diese Werbung wird teilweise an Kinder und Jugendliche gerichtet, die diese Eingriffe noch nicht einmal machen dürfen. Mit Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder und Jugendliche richten. Das ist halt die Frage, wie sie das machen, weil wenn sie sagen, ja, okay, wenn du jung bist und bla bla bla, dann können sie auch heißen, okay, wenn du jung bist, naja, mit 22 bin ich auch noch jung, mit 25 bin ich auch noch jung und sowas. Oder auch mit 26 bin ich auch noch jung, möchte ich auch mal ganz kurz hier hinzufügen und sowas. 27 ist scheiße, Alter, aber 26, das hat nichts damit zu tun, dass ich letztens 26 geworden bin. Auf jeden Fall, wenn du sowas sagst wie, ja, okay, ah, du bist gerade eben 16, du bist gerade eben 17, aber bald wirst du dann 18, dann können wir was machen, dann auf jeden Fall. Aber sonst wird es halt relativ einfach, sich da irgendwie rauszureden oder so. Na? Das sehen außerdem noch viele weitere Leute auf TikTok kritisch, wie dieser junge Herr hier. Ja. Absolut. Sinn der Sache, na, ich möchte ja ein bisschen Ausstrahlung gerade über die Augen haben, aber absolut. Na, ich finde es einfach nicht mehr so extrem. Und das finde ich schon sehr wild, dass auf einer App, auf der halt so viele junge Menschen sind, die so einfach zu beeinflussen sind, einfach sowas gezeigt werden darf. Und ich frage mich, was da die Richtlinien sind, dass sowas nicht passieren kann. So. Außerdem hört man ja sehr oft auch auf TikTok, Instagram, dass einzelne Influencer und Influencerinnen angeschrieben werden von Arztpraxen, die ihnen anbieten, sie umsonst zu operieren oder ihnen sogar Geld anbieten, damit sie Werbung machen. Und der interessante Punkt ist, Ärzte dürfen mit Patientenmeinungen werben, solange der Patient echt ist und der Eingriff wirklich stattgefunden hat. Da ist das Werberecht für Ärzte 2023 liberalisiert worden. Die Werbung mit Patiententestimonials ist erlaubt, solange... Naja, ist ja auch die Frage, da bist du da in dem... das ist wie wenn du beim Barber bist, beim Barbier bist und der schneidet deine Haare und danach sagt er, yo, kann ich noch kurz ein Video machen für meinen Social Media Account, da willst du auch nicht sagen, ja, was geht ab, Freunde, ist schon ordentlich scheiße und sowas. Das ist so kann ich mir ja auch positive Bewertungen rausfiltern. Ich kann auch 20 Videos machen und jeder sagt einfach das, was er denkt, aber die scheiß Videos, die poste ich halt dann nicht. Ja, ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem und dem und bla bla, naja, das poste ich halt dann nicht. Über eine Thematik reden, mit Quellen aufzeigen, aufklären, wäre nicht schlimm, aber da wird nicht informiert, sondern fehlinformiert. Solange sie ehrlich ist, solange sie nicht missbräuchlich oder irreführend ist. Und es ist wichtig, dass man Krankheitsverläufe nicht detailliert zeigt, damit andere Patienten nicht ihr Leiden mit denen der Person vergleichen und dann es zu falschen Selbstdiagnosen kommt. Eingriffe kostenlos im Gegenzug zu Werbung anzubieten, ist allerdings nicht zulässig, laut dem Heilmittelgesetz. Das nächste Problem ist, dass die von uns genannten Paragraphen momentan nur für Ärzte und Ärztinnen gelten, aber nicht für Medizinstudenten. Aber nicht für die Zapp hat dazu übrigens ein sehr gutes Video gemacht. Demzufolge dürfen sich Ärztinnen und Ärzte gewerblich nicht betätigen. Und hier auch nochmal zu den Medizinstudenten. Medizinstudierende sind erstmal keine Ärztinnen und Ärzte. Ich finde. Ja, das macht Sinn. Es ist ja auch weird. Ich überlege gerade, wenn ich Arzt bin, aber ein weiteres Medizinstudium anfange, dann wird das nicht gelten, oder? Dann bin ich ja schon Arzt. Solange ich nicht mein Medizinstudium beendet habe, kann ich da Social Media Influencer und bla bla sein. Dann beende ich es einfach nie. Und wenn die Social Media Karriere dann vor dem Ende ist, dann beende ich es und poste dann meine
meine Ding nicht mehr. Ne? Also dann bin ich einfach normaler. Ich finde das sehr kritisch, denn es motiviert natürlich viele, trotzdem Medizin zu studieren. Aber dann am Ende sich zu entscheiden, möchte man als Arzt arbeiten, wenn man dann eben Verbote bekommt, teure Produktplacements zu machen, die einen vielleicht mehr Geld bringen oder irgendwas in seiner eigenen Biografie zu verlinken. Denn Ärzte haben viel härtere Regeln und können dadurch dann auch weniger verdienen. Das finde ich in dem Falle dann schon sehr, sehr kritisch, denn wir brauchen Ärzte. Und wir wollen nicht nur Medizinstudenten, die am Ende nicht weitermachen und irgendwie ihr Halbwissen im Internet teilen. Woran erkenne ich, ob jemand seriös ist? Dass viele Leute schon auf Scharlatane reingefallen sind, dazu gibt es genug Beispiele. Auch das Video mit der Dame, welches ich gemacht habe, die sich einen Filler in den Hintern injizieren lassen hat, das sehr, sehr schlecht ausgegangen ist, war auch keine zulässige Ärztin. Seriöse Anbieter von Gesundheitsinformationen geben immer ihre Quellen an. Es ist nachvollziehbar, ob sie Arzt sind, wie ihr Lebenslauf ist, was sie genau studiert haben, von wann bis wann und vor allem, wo beziehen sie die Quellen her? Ist die? Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann, aber ich habe das Gefühl, die Seriosität von einem Arzt kann ich unfassbar gut bewerten. Also wirklich so unfassbar gut. So, ich merke immer, okay, wenn der irgendwie zu aufdringlich ist, dann ist schon weird, wenn der irgendwie zu... So, du denkst an dieses typische sterile Art, dieser normale Mensch, der auf dich zukommt. Hallo, grüß Sie, setzen Sie sich hin, was haben Sie? Keine Ahnung, kann ich Ihnen kurz ins Arschloch schauen und sowas. Sowas halt. Ganz normal. Und wenn er dann irgendwie so Social Media macht oder wenn da irgendwie so alles so ultra krass aufgeschmückt hat oder sowas, ich finde sowas aber nicht gut. Ich will zu langweiligen Ärzten gehen, die ein langweiliges, trockenes Leben führen und sowas. Weißt du, was ich meine? So möchte ich das sagen. Quelle von einem anderen TikToker kopiert oder ist sie wirklich aus eigenem Fachwissen entstanden? Außerdem machen sie keine Werbung für Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel. Und sie haben laut Dr. Marlene Henkel eine Ausbildung vorzuweisen, die nahelegt, dass man wissenschaftliche Daten interpretieren kann und auch weiß, was evidenzbasierte Medizin ist. Eine Instagram-Verifizierung als Doktor bedeutet auch nicht zwingend, dass die Person seriös ist. Denn Instagram verifiziert auch gerade Doktor-Accounts nicht anhand von deren Approbation als Arzt oder Lebenslauf, sondern ob... Das ist das Ding. Wenn er Instagram hat, dann ist auch wieder ein Seriositätspunkt Abzug. Ich weiß, dass es wichtig ist für Marketing und bla bla, aber aus irgendeinem Grund, wenn mein Arzt ein Instagram-Account hat und da viel postet und sowas, ich will es nicht gut. Ob sie in den Medien auftauchen oder nicht. Wenn eine Agentur als Kontakt angegeben ist, ist es oftmals auch ein Hinweis eher auf einen Medfluencer als auf einen Mediziner. Nicht in allen Fällen, aber in vielen. In der Tat sagt Dr. Schmollig noch, klinisch getestet bedeutet nur, dass es unter klinischen Bedingungen getestet wurde, also an Menschen. Nicht zwingend, dass das Ergebnis dieses Tests gut war. Das Produkt kann sich auch als wirkungslos oder sogar schädlich herausgestellt haben. Yo, das Produkt wurde medizinisch getestet. Die Leute sind gestorben. Ja, muss ich auch einmal sagen. Aber es wurde getestet an Menschen, die gesund waren. Sie waren gesund, jetzt sind sie tot, aber es wurde getestet. Außerdem sagt er, Detox als Entgiftungsversprecher ist eine Red Flag. Werbung mit dem Wort Detox ist aus unserer Sicht verboten. Was auch hilft gegen unseriöse Inhalte in deinem Feed oder Ärzte oder Ärztinnen, die gegen Dinge verstoßen, ist diese einfach zu melden. Das kann man natürlich über Social-Media-Plattformen machen oder eben an die jeweilig zuständige Ärztekammer. Oh. Die Frage ist hierbei, ob die Ärzte und Ärztinnen diese Dinge einfach nicht wissen, es ihnen egal ist oder sie Grauzonen nutzen oder es eben ein wahrscheinlich es machen alle, also mache ich es auch ist. Denn bei manchen Leuten, nicht bei allen, es gibt sehr viel Gute, habe ich einfach das Gefühl, dass die Selbstdarstellung und das Geld, dass man eben durch gewisse Werbedeals bekommt, dann am Ende viel besser schmeckt als eigentlich der sehr wichtige und verantwortungsbewusste Job als Arzt oder Ärztin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema Medfluencer und Video sagt. Empfehlt mir gerne gute Beispiele in den Kommentaren. Vielleicht kennt ihr aber auch noch welche, wo ihr sagt, hey, die Person hattest du noch gar nicht auf dem Schirm, die macht ganz, ganz gefährlichen Content. Schaut dir das gerne mal an. Haut es sehr, sehr gerne rein, denn ich würde mir das dann tatsächlich auch noch mal gerne anschauen. Denn von manchen Leuten muss man die Zuschauerschaft schon auch warnen, denn am Ende gibt es eben Leute, denen ist eure Gesundheit egal und die wollen euer Geld. Genau, und das bin ich, wenn ich jetzt schon so angesprochen werde. Na, sehr gutes Video, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also ich meine, ich kenne ein paar gute Influencer. Ich kenne halt nur, weißt du, hier Doc Felix und dann irgendwelche anderen halt nur vom Sehen. Aber im Grunde genommen, ich glaube, auch auf Social Media kann ein Arzt professionell rüberkommen. Doc Felix kommt meiner Meinung nach sehr professionell rüber oder unseriös. Und unseriös ist halt auch mit diesem, yo, ich mache Trends mit und ich mache alles so mit keine Ahnung, irgendwelchen
Musik und mit Filter und bla bla, also das interessiert dich als Arzt nicht, sondern du möchtest ja ein professionelles Auftreten haben. Und wenn du darauf verzichtest, dann ist halt auch die Frage, wie professionell halt deine Arbeit ist. Das muss natürlich nichts heißen, aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich ein guter Hinweis.